So, werte Damen und Herren, ja, hier wird nämlich nicht gegendert. Willkommen hier zurück bei, ich sag's ja, Lanz ist zurück aus dem Sommerurlaub. Und ich habe gestern Abend kurz reingeschaut. Es wird interessant. Euch, so wie Lanz, wird bestimmt die Kinnlade runterfallen. Jetzt tatsächlich, jenseits all des Redens, weil die Härte des Gesetzes, Sie haben es gerade zitiert, oder die Härte des Rechtsstaates, ja. Das kann keiner mehr hören, wir wahrscheinlich selbst schon nicht mehr. Es wird nicht die nötigen Entscheidungen getroffen. Das Angebot ist, dass wir bereit sind, mit in Verantwortung zu gehen, dass es zu Entscheidungen kommt, die vor allem die Wurzel anpacken. Denn tatsächlich ist ja die Frage des Messerverbotes, all die anderen Debatten, die geführt werden, Abschiebungen, das ist nicht die Wurzel. Das eigentliche Kernproblem ist irreguläre Migration seit vielen, vielen Jahren. Und auch da, liebe Zuschauer, darf man nicht vergessen, die Wurzel eines Übels sitzt auch da. Auch ein Herr Spahn war damals unter Frau Merkel Minister gewesen. Also jetzt auf einmal ist so eine Kehrtwende und das ist für mich einfach, weiß ich nicht, das ist so falsch für mich. So, weil die hätten ja schon damals was machen können. Die hätten ja auch was gegen Merkel sagen können. Oder sie hätten sich alle gegen Merkel gestellt. Haben sie es getan? Haben sie nicht. Also wie will man noch so einer Person glauben? Und nehmen wir mal diese ganze Spritzenzeit. Da wurden wir belogen. Wir sehen es doch jetzt immer mehr und immer mehr und immer mehr. Die von Saskia Esken, gerade aus diesem Anschlag lässt sich, glaube ich, nicht allzu viel lernen. Was löst das bei Ihnen aus? Naja, das ist immerhin ehrlich. Wir haben in der Asylpolitik das Problem, dass wir versuchen können, über Regeln zu diskutieren und darüber, welche Regeln verschärft werden müssen, welche Regeln vielleicht weggelassen werden können. Das Problem ist nur, dass es so einen großen Abstand zwischen Regeln und Realität gibt. Wir sehen es bei den Abschiebungen innerhalb Europas. Hier ist es so, dass alleine im vorigen Jahr, ich glaube, 72.000 Menschen in ein anderes EU-Land hätten zurückgebracht werden müssen. Passiert ist es bei 5.000. Persönlich habe ich auch wieder die Empfindung, oder das, ich gehe davon ganz stark aus, andere Länder, das nehmen wir auch mal jetzt Bulgarien, wo jetzt hier der Typ von Solingen abgeschoben werden sollte, ist das eben völlig eigentlich egal. Also ganz, bin ich immer noch überzeugt, auch wenn wir als Europäer und die Regierung also tut, ja, wir stehen alle zusammen, bin ich der Meinung, versuchen alle mit ihren eigenen Arsch an die Wand zu kommen und ihre eigene Bevölkerung halt nicht auf die Palme zu bringen, außer die Deutsche. Denen ist unsere Meinung egal. Ja. So sieht's doch aus. Nordrhein-Westfalen muss selbst nach Belgien mit dem Flieger zurückführen. Man stellt sich das vor, ist klar, die müssen zurückgebracht werden. Nein, das ist alles so organisiert, dass es irgendwie einmal in der Woche, nur einmal im Monat, nur eine bestimmte Anzahl. Also das funktioniert so alles nicht. Das heißt, Nordrhein-Westfalen bringt Leute mit dem Flugzeug nach Belgien? Weil die Belgier sie anders nicht annehmen. 10 Kilometer. Also ja, wenn man in Aachen ist, kann man direkt... Ist doch nur ein Beispiel, eine dieser Blüten, die zeigt... Ernsthaft, da wird nicht mit dem Bus oder einem Auto oder mit einem Sammeltaxi oder... Verstehe ich. Also nach allem, was ich weiß, muss man immer dazu sagen, ist das so. Bande von Idioten! Wie gerade schon gesagt, ich glaube, wir haben ein Riesenproblem. Dieses ganze Europakonstrukt ist ja nett. Also klar, wir können ja zusammenhalten, alles verstehe ich, aber die Staaten sollten doch mehr miteinander kommunizieren. Wenn alle irgendwie so einen Topf Geld reinschmeißen, ey, dann nimmt die doch auch zurück. Und das macht für mich alles keinen Sinn. Schützt die Außengrenzen. Die meisten in Europa, denke ich, finden das auch richtig. Ich denke mal, die Spanier finden das auch richtig. Franzosen weiß ich nicht. Also dieses ganze Konstrukt Europa ist ein netter Gedanke. Aber ich habe, wie schon gesagt, wir arbeiten nicht richtig zusammen. Das ist, glaube ich, das große Problem. Wir schmeißen alle Geld in den Topf rein und freuen uns des Lebens. Manche gewinnen, manche verlieren da. Und das war's. Wir sollten uns wirklich mehr um den Schutz der Außengrenzen kümmern, damit wir nicht diese Problematiken haben. Die Idee war ja immer, dass die Länder an der EU-Außengrenze die Grenze sichern und dort die Verfahren stattfinden. Und jetzt kann ja Herr Thüm natürlich uns herleiten, warum wir rechtlich so gebunden sind und da und dort. Aber ich sage einfach, wenn ein System nicht mehr funktioniert, und das tut es seit über 10 Jahren, eigentlich hat dieses Dublin-Verfahren, also an der Außengrenze muss es passieren, nie funktioniert, dann können wir uns in Deutschland auch nicht so sklavisch daran binden, bis wir am Ende vollends die Sicherheit und die Kontrolle im Land verloren haben. Und das ist das, was wir meinen, wenn wir... Stimme ich Ihnen zu? Also, es funktioniert nicht und alle sagen, ja, aber da haben wir ja ein Gesetz. Das ist so typisch deutsch oder auch so Politiker. Ja, da haben wir ein Gesetz, das müssen wir also so machen. Nein, funktioniert das nicht, dann mache ich das nicht mehr so. Wie oft brauchst du nochmal eine Backpfeife ins Gesicht, bis du verstehst, dass das so nicht funktioniert? Also, wir drehen uns im Kreis. Oh, immer wieder machen wir einen Fehler, noch einen Fehler, noch einen Fehler, noch einen Fehler. So entwickelst du dich nicht weiter. Du wirst nicht besser in irgendwelchen Dingen, wenn du keinen Fehler machst. Wenn du nicht mal auf dem Boden der Tatsachen fällst. Das mit Belgien, um das kurz abzuräumen. Stimmt das? Läuft das so? Ich bin jetzt kein Experte für die Situation in Nordrhein-Westfalen. Ich weiß nur, dass in Baden-Württemberg, wo ich herkomme, die Rückführungen nach Frankreich, wenn sie denn stattfinden, auch mit dem Bus stattfinden oder einfach mit dem Polizeiwagen. Aber das löst ja die Probleme häufig nicht. Wenn jemand von Stuttgart nach Paris geschickt wird, dann kann er mit dem nächsten Zug oder Bus zurück nach Baden-Württemberg kommen, wenn er es unbedingt will. Und nach den europäischen Regeln, wenn man sie dann einhält und die deutschen Gerichte zwingen die Behörden dazu, die einzuhalten, muss dann das ganze Verfahren von neuem beginnen. Und da hat natürlich Herr Spahn recht, das ist dysfunktional, das funktioniert. Was ich gerade nicht verstanden habe, du bringst ein
nach Frankreich. Da muss doch ein Austausch irgendwo sein zwischen den Polizeibehörden. Alles klar, die Polizisten fahren jetzt bis Dijon oder Lyon und da gibt es einen Wechsel, da fahren die Polizisten wieder zurück, die deutschen Polizisten und die französischen Polizisten übernehmen das, wenn der Zug nicht früher anhält. Wie kann denn der Flüchtling bis nach Paris fahren und dann wieder zurückfahren? Das verstehe ich nicht. Der muss doch irgendwie kontrolliert werden, da muss doch Polizei dabei sein oder irgendwas dergleichen. Absolut irre. Sie sagen, da wird jemand zurückgebracht nach Paris mit dem Auto. Der setzt sich in den Zug, fährt wieder zurück. Dann beginnt das gesamte Verfahren wieder von vorne? Genau, da muss Deutschland ihn anhören, da muss man den Bescheid erlassen, dann kann die Person vor Gericht ziehen und nachdem dem Gericht grünes Licht gegeben hat. Obwohl er schon mal abgelehnt worden ist. Das ist Stand der europäischen Rechtsprechung. Du bist so bescheuert, dass du dir nicht mal über die Konsequenzen klar bist. So bescheuert bist du. Was? Also, warum ändert man das denn nicht? Man hört doch schon raus, dass es völlig geisteskrank ist. Liegt es an der Politik? Also schreibt mal was in die Kommentare. Liegt es an der Politik? Das ist ja anscheinend nicht nur die Politik denn für Deutschland, sondern irgendwie Politiker müssen irgendwas in sich haben, dass sie oben in der Rübe nicht mehr ganz gacker sind oder was. Man hört doch schon im Ansatz, dass es falsch ist. Da wird ein Verfahren durchgeführt. Es wird abschlägig beschieden. Dann fährt er zurück nach Paris oder Bulgarien, was auch immer, kommt zurück und dann fangen wir wieder von vorne an. Genau, das passiert hin und wieder durchaus. Nach der Logik müsste man eigentlich an der Grenze sehen, Datei, der war schon mal hier abgelehnt, kommt nicht ins Land. Das wäre die logische Antwort. Und wissen Sie, was ja passiert ist? Wir sagen den Leuten dann, ist so, weil das Rechtssystem so ist, das System ist so, wir können nichts machen. Aber wenn wir das bei so einem Thema ständig sagen, dann sagen die Leute irgendwann, dann wollen wir das System so nicht mehr. Und das ist ja das, was wir sehen in Umfragen, in der Stimmung im Land. Immer noch, und da hat der Spanier auch recht. Also wenn ich sehe, der ist hier nicht geduldet. Dann geht er in irgendein Asylheim rein und dann darf er sein Leben weiter leben, dann taucht er noch unter und. Das macht für mich halt keinen Sinn, deswegen würde ich sowas wie ein großes Gefängnis haben, ein Auffanglager und da würde ich ihn reinstecken, bis er abgeschoben werden kann. Also ich kann ihn doch nicht noch frei umherlaufen lassen. Der muss doch im Gewahrsam bleiben, so lange bis dieser Mensch das Land verlassen hat. Und da er schon mal das Land verlassen hat, muss er auf jeden Fall da drin bleiben. Weil dann muss er in das Land zurück, wo er herkommt. Klar kostet das Geld, aber lieber so, wo er sicher aufbewahrt wird, als dass er frei umherläuft. Und wenn der uns für unser System, für unser Land eh nichts bringt, was sollen wir denn damit? Wir sind doch kein Schlaraffenland, wo jeder hinkommen kann und sagen kann, oh ja, guck mal, die arbeitende Bevölkerung, die bezahlt uns, ja. Und wir können einfach machen, was wir wollen. Das geht halt nicht. Also nicht in meiner Welt. Und ich denke mal, viele von euch da draußen nicht in eurer Welt. Offensichtlich passiert ein großer Teil dieser Abschiebungen auch nicht in Länder, in die eigentlichen Herkunftsländer, sondern da wird vor allen Dingen abgeschoben, Länder in Europa. Ist das wahr? Natürlich müssen Abschiebungen stattfinden, um geltendes Recht durchzusetzen. Aber wenn wir uns die Zahlen angucken, Olaf Scholz schmückt sich ja gerade damit, dass seine Abschiebeinitiative wirke. Er hat im vorigen Jahr dem Spiegel ein großes Interview gegeben und angekündigt, man werde im großen Stile abschieben. Sagt jetzt, die Zahlen seien um 30% gestiegen. Das stimmt im Grunde auch. Und da sind sie wieder, die 30%. Genau. Aber in absoluten Zahlen jetzt reden muss ich mal kurz einordnen, ja. Genau. Also letzter Stand, was war gewesen? Ich glaube, wir hatten, glaube ich, 16.000 Menschen abgeschoben. Viele haben Status gekriegt, dass sie bleiben dürfen. Also, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das heißt. Und es hätten abgeschoben werden müssen, glaube ich, 100.000 oder irgendwas. Und natürlich, wenn 16.000 abgeschoben wurden, jetzt wurden 22.000 Menschen abgeschoben. Was habe ich jetzt gesagt? 24.000 Menschen? Ja, da haben wir schon mal auf jeden Fall mehr. Im März dieses Jahres hatten wir 232.000 ausreisepflichtige Menschen in Deutschland. Davon hatten um die 40.000 auch keine Duldung. Und von diesen 40.000 sind im ersten Quartal von Januar bis März 5.000 Menschen abgeschoben worden. Das ist sozusagen schon der neue Erfolg, wenn man das daran messen will. Wohin sind die geschoben worden? Das kann ich Ihnen gerade nicht sagen. Wir können nach Syrien und Afghanistan nicht abschieben. So. Aber man kann so eine, wenn man es nennen will, Faustformel für letztes Jahr ist, es sind pro Tag wahrscheinlich nach Ende des Verfahrens Ausreisepflichtige Abzuschiebende reingekommen, pro Tag, die wir pro Monat abschieben. What? Was hat er gerade gesagt? Der macht das doch gar keinen Sinn. Also bitte, lieber Linke, lieber der immer meine Videos auf Dislike macht, bitte, hör es dir an. Ich weiß nicht, ob du das verstehst. Es kommen am Tag so viele rein, wie wir den ganzen Monat abschieben. Also, das macht gar keinen Sinn. Das System ist kaputt. Und es ist schön, dass der Spahn da jetzt gerade sitzt, aber Spahn ist für mich die falsche Person, die sich da hinsetzen dürfte. Diese ganze CDU, auch wenn gerade der Merz versucht, den Bogen wieder zu glätten. Den Wogen oder den Bogen? Naja, das Problem ist doch, diese Regierung ist zum Scheitern verurteilt. Sie macht nichts Neues. Sie beharrt auf ihren alten Standpunkten. Da muss ich mal überlegen. Sehr sinnbildlich gesprochen. Deine Tür steht offen
für jedermann. Es kommen am Tag 2 rein. Ja? Das heißt also, am Ende des Monats hast du 60 Leute bei dir in deiner Wohnung drin. Du bezahlst die. 2 von denen gehen aber raus am Ende des Monats, weil die schmeißt du ja raus. Nächsten Monat hättest du ja quasi erstmal am Anfang des Monats 58. Dann hast du nochmal, wir machen das nur mit 30 Tagen. Dann schmeißt du Ende des Monats wieder welche raus. Also wären es dann nur noch 56. Aber es kommen 60 neue rein. Das heißt also, 116.000 leben bei dir. Absolut krank. Da kommt dieser Mann 2022, wenn ich das richtig im Kopf habe, ins Land. Dann wird diese Anfrage nach Asyl wird abschlägig beschieden. Man sagt, du musst wieder zurück nach. Dann haben die deutschen Behörden, nachdem die Gerichte grünes Licht gegeben haben, und das haben sie in dem Fall, 6 Monate Zeit, um die Person nach Bulgarien abzuschieben. Und in diesen europäischen Dublin-Regeln steht auch, dass wenn die Abschiebung scheitert nach Bulgarien, dass danach regelmäßig 6 Monaten Deutschland ganz regulär ein Asylverfahren durchgeführt werden muss. Es ist doch klar, dass er in Deutschland nichts bekommt, weil wir sind doch umgeben von Ländern. Wie kann denn bei uns ein Asylantrag gestellt werden? Dieses Dublin 2, 3, wie auch immer, funktioniert da gar nicht. Also, es sollte doch klar sein, ja, der kriegt nichts. Wieder Aufbewahrungslager. Ich verstehe das nicht. Können Sie mir das mal erklären? Ich finde, jemand, der irregulär in dieses Land reist, ist erstmal schon mal dadurch auffällig geworden. Sie, selbst ein Land versteht das nicht. Das macht auch keinen Sinn. Also, das ist ja, es ist so sinnfrei, was die Leute da einen erzählen wollen. In dem Moment, man muss ja europäischen Boden betreten, wenn man in Deutschland Asyl beantragen will. Oder beziehungsweise, wenn man in Europa Asyl beantragen will. Und irreguläre Migration wird in dem Moment regulär, indem ich sage Asyl. Das können wir jetzt schlecht finden oder nicht, aber es muss ja einen Weg geben, in Deutschland oder in Europa Asyl zu beantragen. Er betritt Europa. Aber Deutschland ist nicht ganz Europa. Die können ja so viele Asylanträge stellen, wie sie wollen. Ob sie geduldet werden, ist eine andere Sache. Es ist doch klar, Deutschland ist kein Land, was angrenzt an Asien oder an Afrika. Aber man könnte ja zum Beispiel auch einfach mal sagen, wer ausreisepflichtig ist, auch nach Bulgarien, kriegt ab dem Tag keine Leistung mehr. Das Kernthema ist und bleibt, und das ist es seit 10 Jahren, das war es auch schon zu unserer Regierungszeit, und es gibt den dialektischen Satz, irgendwann schlägt Quantität in Qualität um, und spätestens mit Solingen schlägt es auch qualitativ nochmal um in der Debatte. Da spüren wir doch alle, dass das ein Kipppunkt ist. Wir müssen an der Grenze dieses Themas Herr werden und am Ende auch an der Außengrenze. Ja, wir drehen uns im Kreis, das ist einfach so. Wie viel Kraft hat ein Land, hat eine Gesellschaft, um Menschen zu integrieren? Und wir haben eine Kraft, aber er ist sehr begrenzt. Das heißt, wenn wir Leute aufnehmen und das auch richtig machen wollen, dann geht es nicht mit 500.000 Menschen. Dann geht es vielleicht von 100 oder 200.000 Menschen. Der Rest sind physisch in Deutschland, aber emotional noch nie angekommen. Und das ist genau die Gruppe, von denen dann die Islamisten rekrutieren und Menschen für sich gewinnen, weil sie keine Chance haben. Rechter, in Solingen klebte auch, oder klebt vielleicht wahrscheinlich immer noch, ich weiß es gar nicht, ein QR-Code vor der Flüchtlingsunterkunft des Täters. Prangten Aufkleber, die für eine Instagram-Seite waren, die Migranten vor Abschieben warnen. Hier, auch hier der Fall hier von diesem Grünen hier. Ja, der war erstmal straffällig geworden und die Grünen haben sich dafür eingesetzt, dass er nicht abgeschoben wird. Wurde gestoppt. Also nur so Quatsch. Oder hier. 14.600 Abschiebungen im ersten Halbjahr gescheitert. Behördenversagen in 60% der Fälle. Anscheinend sind die Ämter komplett überlastet. Die Politiker wissen keinen klaren Weg mehr. Außer die Grünen. Alle ins Land lassen, Grenzen offen lassen, alle reinholen, Straftäter schützen. Es gibt also keine Struktur mehr, wie es mit dem Land vorangeht, wie es weitergeht, was angepackt werden muss. In der Politik sollte es doch so sein, dass es Menschen da gibt, die wirklich mit klarem Verstand arbeiten und handeln, dass die aber auch wirklich die Taten oder die Worte, die sie haben, auch umsetzen in Taten und das versuchen, so schnell es geht, umzusetzen. Es kann doch nicht sein, dass wir für die Abschiebung 10 Jahre brauchen. Ne? Also mal ganz grob gesprochen. Es werden ja immer mehr und immer mehr und immer mehr. Wir können ja nicht alles zulassen. Da ist ein Staat, der zunächst mal gar nicht verhindert, dass jemand illegal über die Grenze kommt. Das sind die europäischen Regeln. Der Staat. Und ich komme da deswegen darauf zurück, weil diese berühmte Formulierung, die volle Härte des Gesetzes. Wenn der Staat dann an irgendeinem Tag X mal versucht, ein bisschen an die Tür zu klopfen und sagt, pass auf, heute würden wir gerne mit dir nach Bulgarien fliegen. Nee, natürlich nicht. Und es wirft ein Schlaglicht darauf, wo eines von den vielen Problemen steckt. Die Behörden sind schlicht überfordert. Der war offenbar juristisch beraten. Der weiß, 6 Monate läuft jetzt die Uhr. Und interessanterweise, nach allem, was man weiß, 6 Monate sind um. Und am 4. Tag, nach Ablauf der 6-Monatsfrist, ist er plötzlich wieder da. Aber auch da muss ich immer wieder sagen, und da bin ich immer wieder erstaunt, wie geil das andere haben, dass sie rechtlich immer so auf dem Laufenden sind. Die haben von Tut und Blasen keine Ahnung, aber rechtlich können die sagen, oh ja, ich zeig dich an, ich mach dies, ich mach das, ich mach jenes, ich gehe zum Anwalt. Und ich denke mir immer, ey, wenn ich zum Anwalt gehe, muss ich immer dafür Geld bezahlen. Wie zahlen die das immer alles? Ich kenne eure Anwaltskosten nicht, aber mein Anwalt kostet in der Stunde knapp 400 Euro. Gut, ist eine Kanzlei. Dennoch, und die haben mir schon geholfen.
Gegen absolut Wodka. Scheiße. Aber die sind rechtlich immer, die sind über alles aufgeklärt. Sprechen sie sich untereinander ab, hey, du musst zum Anwalt den und den gehen, alles klar, der sagt dir, wie das läuft, damit du im Land bleiben kannst. Deswegen ist ja mein Ansatzpunkt immer noch der, warum darf der sich so frei bewegen? Warum gibt es da kein Auffangsammellager? Würden Sie dann jetzt die Grenzen schließen, um sozusagen Druck auf die europäischen Partner auszuüben? Wäre das Ihr Weg? Das ist jedenfalls das, was ich meiner Partei empfehlen würde, ja. Das ist auch das, was ich meine, wenn ich sage... Sie würden die Grenzen schließen? Ja, also schließen für diejenigen, deutsche EU-Bürger, Visa, Aufenthaltstitel, kommen natürlich rein. Die Bundespolizei war ja an diesem berühmten Wochenende im September 2015 auf dem Weg zur Grenze, um zu sagen, hier geht's nicht weiter. Die Hubschrauber flogen ja schon, um die Leute an die Grenze zu bringen. Der Befehl ist dann zurückgenommen worden. Alles nachzulesen in dem Buch von Robin Alexander. Am 4. September 2015 waren 10.000 nach Österreich und Deutschland gekommen. Es geht um die Flüchtlinge. Zumeist wurden die Flüchtlinge damals noch an den Grenzen und Bahnhöfen willkommen geheißen und bekamen Verpflegung sowie medizinische Hilfe. Am 12. September jedoch, so der Autor Alexander, hätte die Regierung in Berlin eigentlich Kehrtwende beschließen wollen. Um 17.30 Uhr habe dann eine Telefonkonferenz mit Merkel, Altmaier und Innenminister Thomas de Maizière und dem damaligen Chef der... Ach, Außenminister damals, wusste ich auch nicht mehr... Frank-Walter Steinmeier und damals der Chef der SPD, Sigmar Gabriel, gefunden. Vereinbart worden sei, am Tag darauf um 18 Uhr die Grenzkontrollen einzuführen, auch die Flüchtlinge ohne Papiere zuzuweisen. In der Nacht beorderte de Maizière die Polizisten an die deutschen Grenzen. Bei Einsatzbesprechung am 13. September hatten die Beamten aber rechtliche Bedenken geäußert. Der Innenminister soll die Sitzung verlassen und Merkel angerufen haben. Deren Reaktion lautet, laut Alexander, der Befehl zur Grenzschließung darf nur erteilt werden, wenn er rechtlich Bestand habe. Klar sei, dass es keine unschönen Bilder zur Zurückweisung von Flüchtlingen gebe. Diese Garantie habe de Maizière nicht gegeben können. Das können wir nicht garantieren und daher wurde das von der Großen Koalition beschlossen, die Maßnahmen wieder zu verwerfen. Interessant. Wusste ich nicht. Also schuldig Altparteien, CDU und SPD. Nach Syrien und Afghanistan, sagt Friedrich Merz, kann abgeschoben werden. Zumindest in Einzelfällen, okay. Argumentieren kann, das ist möglich. So, zweiter Teil des Satzes, und der ist entscheidend, weitere Flüchtlinge aus diesen Ländern nehmen wir nicht auf. Kann man sagen, das Asylrecht gilt prinzipiell für alle, aber nicht für jemanden, der aus Afghanistan oder Syrien kommt. Das ist nur eine Möglichkeit, das kann man diskutieren, wäre aber, wie ich vorhin gesagt habe, sehr schwierig, würde unter Umständen Jahre dauern. Dann muss ich aber auch sagen, okay, dann dauert es bis nächsten Jahre an, aber solange sie nicht reinkommen, kommen sie nicht rein, weil da würde ich erstmal sagen, so wie es im Bundeshaushalt auch jetzt gemacht wird, wir machen erstmal irgendwas und dann schauen wir erstmal, was passiert. Von der Vorgehensweise finde ich das nicht schlecht, weil solange ich das Problem erstmal nicht bei mir habe, schiebe ich das erstmal weg. Und da das ja eine gute Lösung wäre, in meinen Augen, warum nicht? Wenn ich die nachher reinlassen muss, die Frage ist natürlich, was machen denn diese Flüchtlinge so lange? Die werden ja nicht jahrelang da irgendwo warten, weißt du? Vielleicht wollen die nachher auch gar nicht mehr rein. Vielleicht wollen die nachher einfach auch irgendwo in Honolulu leben oder sowas. Der Schutz muss aber nicht in Deutschland oder Europa stattfinden. Deswegen wäre sicherer Drittstaat ein Weg, das umzusetzen. Und übrigens, britische Gerichte haben entschieden, das ist rechtlich auch möglich. Selbst wenn man schafft, den Drittstaat zu finden, der bereit ist, so ein Modell mit einem umzusetzen. Weil auch wenn man die Menschen nach Ruanda, Georgien oder sonst wohin schickt, muss man sie ja aus der Unterkunft abschieben in dieses Land. Also genau das, was im Fall von Solingen nicht geklappt hat. Wird ja nicht mehr lange gut gehen, das sehen wir doch alle. Wir können warten, bis die AfD bei 70% ist. Ich möchte gerne, dass wir aus der demokratischen Mitte diese Herausforderung lösen. Okay. Immer noch bin ich der Meinung, jetzt um wieder zur AfD zu kommen, schauen, was sie machen. Anscheinend hört man ja auch aus dieser Sendung heraus, dass die Politiker sich immer der Verfassung ordnen müssen. Also können Politiker gar nichts alleine entscheiden, sondern das ein Gericht beschließt es immer, ob man es so machen kann oder nicht machen kann. Also deswegen immer erstmal an die Macht lassen. Es geht darum, dass sie direkt nach Betreten in den sicheren Drittstaat gebracht werden. Juristisch kurz die Frage, wäre das möglich? Da müsste man sehr viele Gesetze ändern, aber prinzipiell denkbar ist es ja. Auch interessant, Friedrich Merz, Zitat, wir ändern das Aufenthaltsrecht und nehmen jeden ausreisepflichtigen Straftäter, geht es jetzt um Straftäter, in zeitlich unbegrenzten Abschiebegewahrsam. Rechtlich möglich oder nicht? Der in Brüssel diskutiert wird, steht bisher allerdings noch drin, dass man nur abschiebungshaft anordnen kann, wenn im konkreten Fall eine realistische Chance der Rückführung besteht. Kann man das Grundgesetz klarstellend ändern, das reinschreiben? Wir reden über Jahre. Okay. So, damit mache ich es jetzt auch zu hier. Also ist möglich, weil das ist ja auch meins, was ich immer sage. Und es ist gut, dass mal so ein Rechtsverdreher das mal klarstellt. Okay, es ist also möglich, dass man Leute in so ein Auffangsammellager reintut. Das finde ich gut. Jetzt sagt er zwar immer auf europäischer Basis, auf eine europäische Ebene, muss es geändert werden, das Gesetz. Wenn wir aber diese Notlage, die nationale Notlage ausrufen und... ich weiß nicht, wie ihr es seht, könnt ihr gerne reinschreiben, aber momentan sehe ich das ganz stark in Deutschland. Können wir doch uns über das europäische Recht hinwegsetzen? Also
so lange, bis das alles vollzogen ist, kann man also die Menschen abschieben und in Gewahrsam nehmen. Also Gewahrsam, erstmal geht es um Gewahrsam. Ne? Schreibt gerne euer Kommentar dazu. meine Güte, ich würde mich über eine finanzielle Unterstützung freuen. Auf mein PayPal, auf mein Konto bei Bunk. Seht ihr in der Beschreibung oder auch unten in den Kommentaren angepinnt. Ansonsten, wer es nicht getan habt, lasst gerne ein Abo da für mich. Ich freue mich, mit euch zu wachsen. Liken, kommentieren, ganz wichtig. Und für diejenigen, der immer disliked, nochmal, Kollege Schnürschuh, du hörst doch gerade, was Phase ist. Wenn du ein Problem mit mir hast, okay, dann lass dein Dislike da, kann ich mitleben. Es gibt genügend vernünftige Menschen, die sagen, ey, Stefan, was er sagt, hat hin und wieder recht. Manchmal spinnt er auch, aber so ist es halt. Ne, man kann sich nicht immer miteinander verstehen. Ja. Ja, Leute, das war's. Lanz ist weg, ich bin raus. Bis morgen. Nun ist aus.